whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Vor der heutigen Flasche habe ich einen Heidenrespekt. Es war in den 70er Jahren, da kam ein Herr auf die Idee, ich habe leider vergessen, den Namen nachzuschlagen, sich eine eigene Whisky-Brennerei in der Speyside zu bauen. Und er war schlau genug und hat sich den Namen Speyside Distillery geschützt eintragen lassen. Und da eine ganze Region, die Speyside, von diesem Namen lebt, hat er mit der Speyside Distillery, ja, würde ich mal sagen, eine Trumpfkarte im Ärmel, die er sehr lange da drin gelassen hat. Es dauerte sehr lange und zwischendrin war es auch mal finanziell wohl sehr knapp und dann irgendwann hat es dann sein Sohn wohl geschafft. Und ich habe, wann war denn das? 1999 vielleicht? Nein, 1997 müsste es gewesen sein, habe ich die Brennerei besichtigt. Und zwar zuerst habe ich mal nach der alten Speyside Distillery gesucht. Die ist, glaube ich, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts irgendwann abgerissen worden. Und wahrscheinlich in der 23, 24, 25, in der großen Rezession. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Und von dieser Brennerei ist ein einziges Gebäude übergeblieben und da ist jetzt ein kleiner Copyshop oder damals ein Copyshop drin gewesen, was heute da drin ist, weiß ich nicht. Und da habe ich dann gefragt, wo geht es denn zur Speyside Distillery? Und dann sagte der mir, da hinten durch den Wald und dann links ab und ewig durch die Pampa. Und dann, glaube ich, war sogar die Straße eine Zeit lang nicht asphaltiert. Und da dachte ich, wo komme ich denn jetzt hin? Und so 4-5 Kilometer weiter habe ich dann die Speyside Distillery gefunden. Und zwar in einem Ort namens Drumgooish. Und so heißt dieser Single Malt Whisky, da ist Drumgooish. Und die Speyside Distillery, hier habe ich das Bild von der Distillery, ist ein einziges Gebäude, liegt relativ dicht am Fluss, und zwar im Nebenfluss vom Spey. Der enthält, und dieses Gebäude enthält alles. Mashtuns, Brennerei, Gärbehälter, alles Brennblasen. Und der Eigentümer, der hat es vermocht, oder der hat gesagt, wenn mein Whisky nicht mindestens 8 Jahre alt ist, dann verschwende ich den Namen Speyside nicht an einen jungen Whisky. Das hat Klasse, das hat Größe. Und da hat er dann zuerst den Whisky nach der Ortschaft, das sind also nur eine Handvoll Häuser, Drumgooish genannt. Und so brachte er den Drumgooish Whisky als erstes auf den Markt, um allein mal den Whisky zum Fließen zu bekommen und dann Cashflow zu bekommen, damit er überhaupt mal mit seiner Brennerei größer werden kann. Und mittlerweile haben sie es geschafft und haben also dann einen 10-jährigen, 12-jährigen und sogar den ersten 15-jährigen Speyside rausgebracht. Und was ich da so an Tasting Notes habe oder ein Tasting Video, ich glaube den 12-jährigen habe ich mal probiert, schreibe dahin. Da ist eine kleine Anekdote drin, sie nennen sich The Best Whisky in the World. Da muss man doch mal hüsteln. Mein Herz liegt an dieser Brennerei, aber den Whisky als den besten der Welt zu bezeichnen, liegt mir dann doch etwas fern. So, zum Drumgooish, den gab es zuerst in der 1-Liter-Flasche und den hat man also kräftig über den Travel Value, damals noch, Entschuldigung, Duty-Free-Markt vertrieben. Und mittlerweile gibt es ihn auch in der 0,7-Liter-Flasche und gerade habe ich gemerkt, er ist billiger geworden. Jetzt haben wir noch nicht mal mehr einen Korken gegeben, sie haben jetzt einen Blechverschluss gegeben, aber er soll ja preislich konkurrieren, er soll um die 20 Euro soll er laufen und da seine Abnehmer finden und soll im Prinzip das Kapital oder den Cashflow erwirtschaften, dass man einen ordentlichen Single Malt Whisky, den Speyside mit dem großen Namen Speyside, an den Markt bringen kann. Ja, ist ihnen auch gelungen. Und mein herzlichen Glückwunsch dazu. Und es ist schön zu sehen, wie eine kleine Brennerei sich so selbst aus den Haaren, an den Haaren, aus dem Sumpf, aus dem Torfmoor herauszieht. Und hier sieht man vorne auf dem Etikett, man will warten, bis die Kamera das scharf stellt, auch dieses kleine Brennhaus mit den beiden Brennblasen. Ja,
Wo ich jetzt Torfmoor sage, der ist tatsächlich wohl auch ein bisschen rauchig. Nicht viel, aber ein bisschen. Was erwarte ich mir von diesem Single Malt? Nicht so wirklich viel. Er ist jung, er ist gefärbt, nicht zur Vereinheitlichung der Farbgebung, sondern zur Farbgebung. 3 Jahre hat er mindestens. Wie alt wird er sein? Der Speyside jetzt draußen schon langsam 15. Die große Menge hat 12 Jahre. Also wird man ihn so mit 6, 7, 8 Jahren dahinterher fahren. Das wird nicht so verkehrt sein und so schlecht wird er auch nicht sein. Also das ist das, was ich mir davon erwarte. Jo, und der Rauch ist da. Nicht so dominant, aber wunderbar eingebunden. Ich schätze mal so 10 ppm. Aber mehr als nichts. Also deutlich spürbar, auch für denjenigen, der nicht so versiert ist, der wird den Rauch spüren. Fruchtig, süß. Malzig, aber immer noch vergleichsweise, wie heißt es so schön, eindimensional, vergleichsweise jung. Aber wenn er nun in jugendlicher Härte, Metalligkeit hätte, wenn er nun metallisch riechen würde, der Rauch überdeckt das wunderbar, also das ist gut abgestimmt. Ja, dann probieren wir. Da ist aber ganz schön Rass hinterher und da ist auch noch die metallische Süße. Ja. Also so toll wie er riecht, der Geschmack ist dann doch ein bisschen grob, möchte ich mal sagen, grob. Grob ist ein gutes Wort. Ja, er ist halt jung, er braucht halt noch, um zu einem Speyside Whisky zu werden. Aber dieser leichte Rauch macht ihn dann doch interessant. Ja, herzlichen Dank, dass Sie mir zugeschaut haben. Ich habe ihn besprochen, weil ich das gut finde, wenn eine junge, kleine Brennerei ein Whisky selbst an den Markt bringen kann, ohne von den Konzernen da übernommen zu werden. Und geben Sie eine Chance, wenn Sie irgendwas mitbringen müssen, zu Herrn und Onkelese nicht so ganz mögen, aber was mitbringen müssen. Der Druckruf ist der richtige. Ja, kleines Späßle gemacht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und die Flasche hoffen wir mal länger im Shop zu haben. Wenn sie die Verkaufszahl nicht so ganz zeigt, dann listen wir sie vielleicht wieder aus. Sehen wir dann. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.